Ich bin ein Vögelchen. Ja. Oh, ach so, ich werde angegriffen, Leute. Okay, habe ich jetzt gerade voll verpeilt. Was? Wie kannst du? Na, ihr Steckdose, bevor du was geht, wir spielen wieder Aura Kingdoms. Ja. Ja, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Aura Kingdoms. Ja. Es ist lange her. Ja, leider. Meine Schuld, Umzug. Ich hab ach echt, komm, da kannst du nichts machen. Aber ich habe euch voll vermisst, alle. Und Flummi, dich auch voll. Oh ja, ich dich auch. Okay, alles klar. Letztes Mal haben wir da aufgehört, dass wir so stressig die Aufnahme beenden nicht konnten, dass wir eine Quest wahrscheinlich jetzt einfach nachholen müssen oder einfach die machen müssen. Und aber wir sind gleich weit, soweit ich es weiß. Fragen wurden nicht beantwortet, soweit ich es bemerkt habe. Bei Flummi weiß ich nicht, bei mir glaube ich nicht. Ich habe nee, also ich habe da nichts gelesen, nichts bekommen. Naja, müsst ihr die nächste Folge mal anschauen. Da sind viele Fragen, die ihr beantworten müsst, wenn ihr das hier seht. Wäre uns wichtig. Und wir haben bei Abot das Dimensionsrisse. Genau, genau, diese den Dimensionsrisse. Willst du die machen? Das Problem ist, da fehlt uns ein... Ich glaube, das ist die Quest, wo uns ein Typi fehlt. Dann suchen wir uns einen Typi. Ja, dann stellen wir uns am besten vor, dass... Oh, jetzt habe ich gerade Standbilder. Hier wurde wahrscheinlich wieder der Drache weggesnackt. Oh ja. Ja, was wollte ich sagen? Ich bin wie immer der Fliege. Ja, du fliegst mal lieber. Nee, aber auf jeden Fall müssen wir uns einen suchen, weil wir die Quest nur zu dritt machen können. So ist das also. Ja, aber dann, die Quest dann, gibt. Wieso nicht? Dann. Boah, bei mir ist es richtig am Gewitter, ne? Holla die Waldfee. Bäh? Gewitter? Ja, bei mir gewittert's. Draußen. Bedingung dieses Betreten dieses Orts nicht erfüllt, what the fuck? Ja, aber geil, ey, so muss das. Das läuft schon gut, da können wir schon gar nicht mal rein. Die Quest ja. Haben wir echt gut bekommen. Level 20, aber wir dürfen nicht rein. Ja. So ist das doch. Wo kommen wir da eigentlich hin? Ah, zum roten Hügel. Lol, da müssen wir aber eigentlich... Lol, was? Wie hoch ich gesprungen bin? What the fuck? Alter, ich hab keine Ahnung. Alter, ich bin voll hoch. Alter, ich hab einen normalen Sprung mit dem Vogel gemacht und auf einmal bin ich 10 Kilometer nach oben geflogen. Alter, ich bin auch gerade, das ist so ein Bug an der Brücke. Ich bin zwar nicht arg so hoch geflogen, aber... Alter, das ist voll geil. Wie awesome. Wo bist du denn jetzt? So, ich bin lol, in der Stadt. Ich bin bis zur Stadt geflogen. Ich hab das voll ausgenutzt. Ja, geil. Okay. Ohne Vogel? Ohne Vogel. Einmal drüber geflogen. Schön mit der drüber. Es war geil. Das war ja so klar. Es ist so ein Bug, nutzt der Junge natürlich direkt aus. Natürlich. Natürlich. Das ist doch ganz normal. Okay, bei Madeleine müssen wir weitermachen. Bei Madeleine. Ja, warte auf mich. Ich will aber rein. Und ich bekomme neues Schwert. Söldnerschwert. Okay. Dann bekomme ich bestimmt einen neuen Bogen. Okay, bei mir beginnt es jetzt. Bei dieser Quest bist du Bosov, der sich die Piraten verkleidet, lagert, bitte, das geht so schnell. Alter, nicht schneiden, okay. Aufgeschissen, nichts lesen. Zeigt Pirat Zielort. Verdammt ist das schnell! Bei dieser Quest bist du Bosov. Ich kann's nicht lesen! Du musst die Schätze verschiedene Piraten mir... Alter! Die Leute können das Video pausieren, ich habe auch keinen Bock, das vorzulesen. Davon ist Mizibar, zeig ihm das Gold. Okay. Folge dem Pfeil. Mach ich gerne. Ah, ich glaube, das kenne ich. Stehen geblieben. Okay. Okay. Bitte. Ah, ja. Hi. Hey, wer bist du? Was machst du hier? Soll das sein? Komm schon, Kollege, lauf mal einen Schritt schneller. Oh, schnell, wir sollen dir gleich das Gold zeigen. Ja, genau, mit 1. Ah. Ach, das ist ein Schatz. Okay, kann ich den selber vorbei. Behalten? Okay, Kumpel, komm mit. Kannst du vorbei. Nö, nö. Du musst dir die Schätze zeigen.
Ey, du, wo kommst du denn her, Schatz? Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Okay, geiler Schatz, geh weiter, Mann. Geiler Schatz, geh weiter. Alles klar, okay, jetzt müssen wir noch zu dem Wachposten hier. Wunderbar. Gold zeigen. Ein geiles Easter Egg habe ich entdeckt beim Zocken eines Previewchars. Das ist, wenn ihr jetzt die Fahnen hier folgt, da könnt ihr dann natürlich darauf gehen zu den Typen. Und normalerweise folgt man ja die Kugeln und so und den Weg. Man läuft ja nicht über die Wiese, aber wenn du über die Wiese läufst, kommen Piraten, die dir den Schatz stehlen wollen. Das passiert normalerweise nicht. Das habe ich herausgefunden, wo ich über die Wiese gelaufen bin. Ohne Scheiß, lauf mal nicht den gepunkteten Weg, der gezeigt wird, sondern lauf über die Wiese. Da kommen Piraten, ohne Scheiß. Jetzt auch. Gib mir den Schatz! ja, die haben mich gerade voll betäubt. Und jetzt hat er den Schatz geklaut und jetzt verprügeln die anderen Piraten ihn, damit wir den Schatz wieder haben. Ja, das ist der Preis für deine Gier. Das ist genial, das habe ich herausgefunden aus Zufall. Weil normalerweise du nimmst ja jede Abkürzung, die sich bietet, also. Normalerweise schon, aber ich beim ersten Mal, wenn du irgendwas machst, folgst du dem Weg, weil du ja keinen Plan hast. Und weil ich einfach Lust hatte, drüber zu rennen, weil es schneller geht. So, jetzt sprechen wir mit Baltard oder Balthasar oder irgendwie so ein alter Sack. Das ist ein ziemlich cooles Easter Egg. Das ist schon ein schöner Schatz. Gereitet, Mann, der Meister ist er. Ein schöner Schatz, Digga. Ja, ich lasse jetzt erstmal reden. Ist mal gut jetzt. Hab ich euch nicht gerade befohlen, dass das alles so schnell vorübergeht und ich nicht mitlesen kann, weil das alles so schnell ist. So, mal. Jetzt habe ich euch nicht befohlen. Guck, der Piratschatz. Geil. Danke. Segel, Steich. Hammer geil. Lecker, Axt, String, Schatz. Ja. Das war die volle Übersetzung des. Russoff macht sich kurze Zeit später als Speer zur Küste auf. Er findet die Leichen vieler Piraten. Der Plan war ein voller Erfolg. Hammer geil. Hammer geil. Es war einfach nur doch Baltards Leiche ist nicht zu sehen. Der hat anscheinend überlebt. Nein. Und da sind wir auch wieder mit unserem Lieblingscharakter und nicht mit diesem hässlichen. Ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Bossoff. Genau. Bossoff. So ein Name muss man sich auch nicht merken. Wunderbar, wir haben eine neue Waffe erhalten, meine Lieben. Eine neue Waffe, die werden wir jetzt auch direkt ausrüsten. Oh yeah. Wo haben wir die denn? Da. Ich hab sie schon an. Zack. Die gleiche, nur in grün. Die passt aber nicht zu meinen Farbe. Ja, zu mir auch nicht. Meinst du, es ist blau oder hat mein alles besser klar, gepasst? Die Dimensionsquest können wir später machen. Jetzt habe ich eine Quest ab. Jetzt müssen wir wieder kloppen. Ich bin Erster. Wie immer. Miza Trainer und Miza Papagei. Yippie! Wo bleibst du, Flügel? Ich bin direkt hinter dir. Das Fliegen habe ich so allmählich langsam ein bisschen raus. Ja? Das ist cool. Ja, aber wenn es bergauf geht, da laufe ich lieber. Jetzt sind wir im Lager drin und müssen kloppen. Oh. Hier sind doch ein paar nette Leute, die sich schon verprügeln. Erstmal hier ranrushen. Es geht voll her. Oh, Attacke. Hey, komm, dreh weiter an. Es geht hier die Party ab. Oh yeah. Oh Gott, ich hab's so vermisst. Wunderbar, 1-1. Ich hab's so vermisst. Das Zocken mit dir. Ohne Scheiß. Ich auch. Das geht voll ab. Und außerdem, ich liebe es zu Let's Play. Ich kann's einfach nicht lassen. Oh, Moment. Ich muss hier gerade mal gucken. Alter, Leute, ist hier was los? Das ist ja echt. Ja, es geht hier richtig ab, ne? Ja, ich bin hier ist nix. Ey, ich bin fertig. Aber mich greift das an. Das kann ich mir nicht bieten lassen! Bam! Hast du kassiert? Und jetzt weg hier. Sprich mit Ilu. Ach scheiße, nein! Zurück! Der ist da vorne! Mach meine kaputt! Yay! Yeah. Hi, Süße!
Okay. Hey Rico, hier drüben, ein Mann der Pirater sieht, hält dich an. Ah. Mieze-Trainer müssen wir killen. Also ich noch. So. Vollständiges Lagerkarte sammeln. Okay. Ich sammle jetzt so, den haben wir auch erledigt. Ich mache jetzt eine vollständige Lagerkarte hier. So, lass mal gucken. So, nochmal. Yay, ich bin ein Vögelchen. Ja. Oh, achso, ich werde angegriffen. Lol, okay, habe ich jetzt gerade voll verpeilt. Was? Wie kannst du? Ah, die machen auch gar keinen Schaden. Ey. Was wollt ihr eigentlich von mir, meine Freunde? So. Sprich mit Ilu. Ja, wir haben gar keinen Schaden, oder überhaupt, Leute? Ich bin tot. Oh. Ja, genau. Oh, Selbstüberschätzung. Schon vergessen. Selfie. Oh, die Fahnen. Ich muss jetzt die Flaggen klauen. Ja. Lol, aus Flaggen werden Kohlestücke. Ist klar. Ist klar, ne? Flaggen werden Kohlestücke, sagst du? Wieder, das nenne ich wieder Logik. Ups, jetzt habe ich auf Versehen den angerempelt. Das wollte ich nicht. Alter, wo rennst du hin, du Scheißvogel? Mensch! Was so, sammel du jetzt denn? Die Flaggen! Du bist schon, sein. Du bist schon wieder viel zu weit weg, mein Flummi! Komm zu mir! Ach, du bist safe? Hi. Ja, ich werde hier gerade die ganze Zeit attackiert, aber es juckt mich nicht. Die machen mir keinen Schaden. Mua. Ja, mua. Frag ja, ganz mich. Easy. Fragen wir mich. Mua. Ah, hier oben haben wir die letzten paar. Ja, klopp ich Lass doch auf. Weg. Hey. So. Da klopp ich sie das weg. Beenden. Die nächste. Ach, jetzt können wir direkt zwei annehmen. Nächster, den klopp ich weg. Aha, alle geklaut. Der wird sich jetzt bestimmt aufregen, so, oh, du Wichser, Klaus, wie alle Wotze. Ich denke mir so, ja, das tue ich. Oh yeah. Oh scheiße, ich hab den jedes Monster geklaut. Oh mein Gott, du hast ihm echt jedes Monster geklaut? Ja. Yeah. Hab ich ganz so besagt. Ah, ich muss die Magier töten. Ja, ich auch. Und ein westliches Banner muss ich mitnehmen. Warum westliches? Achso, östliches Banner, Zentralbanner, verstehe. Okay. Hab nix gesagt. Und jetzt muss ich von den Magiern irgendwas sammeln. Ah, okay. Komm schon, hier. Die Magier noch eben hier snacken. Woll. Ja, stimmt. So. Oh, halt, ich hab noch nicht alles. Der wollte nicht droppen. Haha, Flummi. Alter. Der gehört mir! Der gehört mir! Nein, 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 nein! Aha, meiner. So, dann gehen wir uns jetzt den östlichen Banner holen. So schaust du aus. Ey, gib mir mein Item! So. Will mein Item. Dann den. Zentralbanner, meine Freunde. Was, ja, du hast den noch nicht? Nee, nee, ich hab die Banner noch nicht geholt. Aha, dann bin ich doch noch schneller. Ich muss nur das Item endlich droppen, die. Jetzt, Gott sei Dank. Aha, wie immer schneller, Flummi. Das bist wieder typisch, du. Einfach hinten dran. Hinter meinem Arsch. Ja, komm, geht zur Lulu, meine Liebe. Oh, ich werde geportet. Mit dem Geheimbefehl der Hand versucht zu scheitern. Du wirst geportet? Bei dir haut dein kleines Vieh noch irgendein... Ich hör's. Monster. Treffe mit Piratenkapitän Angira. Ich treffe mit dem Kapitän. Jetzt wird spannend. Ich komme, Kapitän. Okay. Wir sind da. Wo muss ich hin? Ah, da lang. Der Mieterboss, Fußtritte, kurz drauf, kannst du schneller Fußtritte hören. Ja, okay, hammer geil. Du wurdest geportet, ich nicht. Ah, hier haben wir sie schon. Das ist doch... Das ist die aus der Stadt, die Bürgermeisterin, lol. Ja, have fun. Und warum hängt die mit dem Piratenkönig zusammen oder dem Piratenkapitän? Also dem Boss? Weiß ich nicht. Machen die Geheimgeschäfte mit Dragon, hä? Krass, krass. Also ich muss jetzt, Oh, lol. Ich werde gerade... Piraten töten.
das Barthard. Barthard ist tot. Jawohl. Spreche mit Ilu. Okay, wie so. Du musst Barthard töten, Flummi. Barthard. Dein Name passt zu ihm. Der hat so einen bartigen Hart, weißt du? Ja. Der hat einen bartigen Hart. Oh Mann, ich bin so schlecht. So, mit Ilu sprechen. Der steht hier gleich. So. Is ja nice. So. Wunderbar, wunderbar, laber, laber, labern. So, eine Schatztruhe. Ich muss mit der Oma sprechen. Oma. Oma. Omi, ich komme, gib mir Keksi. Hm? Lecker, lecker, lecker. Ja, ja. Oh, aber jetzt mal im Ernst, jetzt mal purer Ernst hier. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt, voller Ernst hier. Ey, wer liebt nicht die Kekse und die Kuchen von seiner Oma, die sie backen? Oma backen immer geilste Kuchen und Kekse. Jetzt mal voller Ernst. Das stimmt. Das ist so awesome. Ohne Scheiße, ich hab die geliebt von meiner Oma. Oh. Naja, Scheiße. Die Kekse nicht unbedingt, aber meine Oma hat so eine Schlagsahne gemacht. Oh. Ja, siehste. Oh. Dafür beneiden wir unsere Omis. Ich hab die einfach pur gegessen, Alter. Alter, so dafür würde ich unsere Omis beneiden. Ah, ja, krass, ne? So. Ja. Richtig lecker. Richtig lecker. Okay. Mama! Richtig lecker. Oh, ich komme auf die neue Ebene. Dann warte ich jetzt aber auf dich, weil ich renne hier schon wieder übel voraus. Ich bin viel schneller. Ja, ja, ich merk's schon. Ich bin hier gerade mit, ey, gehst du sterben? Wir sind in der Level 30 Ebene angelangt. Und ich habe währenddessen mal was getrunken. Baltas, du wirst sterben. Ach ja, Entschuldigung für diese kleinen FPS-Hänger, das passiert nun mal, wenn ich durchs Portal gehe. Das liegt nicht an meinem Rechner, dass der übelst kack ist, sondern dass es einfach übel scheiße ist, dass das Spiel noch in der Beta ist. Da ruckelt alles noch, wenn du überhaupt irgendwo kommst, wenn ja, da Spiele stimmt. auftauchen oder gegen was kämpfen, dann fängt es auf einmal an, Stampel zu geben oder so. Bestes Beispiel ist, ich glaube in unserer Folge 5, wie wir diesem Drachen beobachtet haben. Genau, diesen Drachen über den Weg gelaufen sind, da hatten wir ja, boah, Standbilder ohne Ende. Ja. Oh, ich muss jetzt gegen Viecher kämpfen und da ist das Dimensionsding, ey, das machen wir schon. Da suchen wir uns jemanden. Da wird es bestimmt irgendjemanden geben. Ja, mein Freund, du wartest jetzt erstmal. Ja, ich habe alles bereit gemacht, soweit, dass es klappt. Und ich habe einen neuen Skill, ein Ulti-Skill. Ein Defenses Ulti-Skill. Ja. LP hoch oder Verteidigung? Was ist besser? Was willst du sagen? Ich hätte gesagt Leben. Was meinst du? Nochmal bitte kurz, ich war gerade hier. Ich kann Leben erhöhen oder Verteidigung um 5%. Was ist besser, denkst du? Verteidigung. Schon, ja. Ich würde auf Verteidigung gehen, ganz ehrlich, ja. So, habe ich jetzt reingemacht. Offensiv habe ich SD. Ne, GS will ich ja nicht. Okay, das andere ist alles super. Jetzt muss ich mit Omar sprechen. Okay, ich habe dabei meine Sachen gemacht. Jetzt checke ich mal mein Inventar. Hier leuchtet nämlich so viel wie immer. Ja, tu du das. Ich bin hier gerade noch ein bisschen... Ist zurück. Verteidigung. Und Gesundheit. Nee, wir machen SDN. Ach, stimmt. Langsam mal Zeit, dass wir ein bisschen SDNs geben, meine Freunde. Ja, hast ja. du ein Lieblingstier? Fragen wir sie mal. Natürlich Schlangen. Schlangen? Natürlich Schlangen. Alter, das Viech, das ich hab, mag Schlangen. Ja, natürlich ist. Du bist pink, wunderbar. Ein pinkes natürlich Mädchen. Okay. Wozu Der braucht mag keine Schlangen. Wozu braucht man Frostmagie? Um zu frieren? Ich wollte schon mal Feuer und Licht experimentieren, aber Frost liegt mir mehr. Aha. Okay. Yeah. Oh yeah. Liebe, was bedeutet das für dich? Liebe ist beste Medizin für Herz und wichtige Bestandteile des Lebens. Das sind wahre Worte.
Verschwende nicht deine Zeit und suche nach deiner großen Liebe. Oh, schön. Jetzt hatte ich auch die Stange. Ja. So, da bin ich jetzt bei Oma. Aber richtig schön, wie viele Spieler sich langsam hier einfinden, ne? Ja, das ist richtig nett. Muss ich dazu sagen, das ist echt... Ganz ehrlich, ich muss manchmal auch sagen, es sind einfach zu viele. Na, ja, geh mal Channel 1, 2 und sowas.